Ja, jetzt ist mal wieder Zeit für ein E92 M3 Lagerschalen-Video. Wir haben da mal eins gemacht, das ist aber schon alt, wo die Kurbelwelle schon ziemlich lädiert war. Blende ich euch nochmal ein. Lagerschalen beim BMW-Motor S65 heißt das gute Stück hier beim M3 E92, beim V8. Da wir da immer wieder Anfragen kriegen oder Fragen dazu auch kriegen, was denn da alles getauscht werden muss und geprüft werden muss und so weiter und so fort. Beim E46 und S54 ist es so, dass man grundsätzlich auch immer die Ölpumpe zerlegt, den Regelkolben anschaut und meistens dann auch den Regelkolben neu macht. Beim S65 funktioniert es ein bisschen anders mit den Ölpumpen, weil die Ölpumpen hier oben drin sind, die beiden. Die haben quasi, mal schauen, ob man das jetzt hier irgendwie sehen kann. Ist schwierig. Da gibt es hier ein Zahnrad, das auf die Kurbelwelle geht. Und dann eine Kette, einen Kettenspanner. Und da wird die eine Ölpumpe wird direkt angetrieben und die andere eben über die Kette. Die haben zwei Schnorchel, die gehen nach hinten und saugen sich das Öl dann quasi aus dem Ölsumpf. Die liegen da unten, die beiden Schnorchelingers. Und einer ist noch hier vorne. Und dann sieht man, wenn man die Ölwanne hier unten hat und die ganze Vorderachse draußen, das ist eigentlich die meiste Arbeit, sieht man hier die einzelnen Zylinder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das hier nennt sich Bedplate, weil der Motor hat keine Hauptlagerschalen, wie es die alten BMW-Motoren hatten, sondern der hat quasi eine Bedplate-Konstruktion ist das, wo unten eine komplette Platte draufgeschraubt wird auf den Block. Und da gibt es immer ein passendes Bedplate zu einem passenden Block, dass das von den Toleranzen her zusammenpasst. So, welche Lagerschalen geht es denn eigentlich? Es geht eigentlich immer um die Pleuellager. Das hier ist ein Pleuel, ich glaube, wir haben noch irgendwo eins, muss ich mal schauen. Das ist ein Pleuel, geht hier nach oben und oben dran hängt der Kolben. Und wenn da oben die Verbrennung stattfindet, dann drückt der Kolben das Pleuel nach unten und dann dreht sich die Kurbelwelle. Ganz kurz zusammengefasst. Und dadurch die hohen Drehzahlen bei den M-Motoren und durch die relativ hohen Drücke, die Lagerschalen einem erhöhten Verschleiß ausgesetzt sind, sollte man das regelmäßig prüfen lassen. Wir empfehlen immer so bei zwischen 80 und 100.000 Kilometer, also 100.000 ist dann schon wirklich allerhöchste Eisenbahn, Ölwanne runter und dann die Lagerschalen prüfen. Dieses Auto hat, ich weiß es nicht, wie viele Kilometer, müssen wir nachher mal schauen, aber ich glaube mich zu erinnern, dass der um die 75.000 hat. Wie gesagt, und hier dazwischen, hier an der Bedplate, da sind die sogenannten Hauptlager drinnen und ein axiales Führungslager noch. Die Hauptlager haben so gut wie keinen Verschleiß, weil das ist eine Achse und das Ding dreht sich ja nur. Da ist sehr, sehr wenig bis gar kein Druck drauf. Auf dem Pleuel ist halt relativ viel Druck drauf. Dazu kommt noch Hochdrehzahlkonzept, also der Motor dreht über 8000, wenn ich will. Deshalb ist es für den Verschleiß nicht gerade förderlich. Das nächste, was auch dazu führt, dass die Dinger schnell verschleißen oder überhaupt verschleißen, also anders, jedes Gleitlager verschleißt, das ist ein Gleitlager, da findet Verschleiß statt, das ist normal. So, warum man das machen sollte, es gibt mehrere Gründe. Ein anderer Grund ist auch, hier liegt die Ölwanne, da ist noch Öl drinnen auch ein bisschen. Die Sache ist die, dass BMW relativ lange Wechselintervalle hatte für das Öl. Und die sind eigentlich meines Erachtens nach ein bisschen zu lang. Das sieht man jetzt hier so gut eigentlich gar nicht, aber wir haben schon welche aufgemacht, die immer bei BMW waren zum Service und immer halt dann zum Ölwechsel gefahren sind, wenn das Auto gesagt hat, jetzt Ölwechsel. Und die hatten übelste Ablagerungen hier drin, richtigen Ölschlamm teilweise. Und ich befürchte, oder eine meiner Befürchtungen war einfach, dass das Öl, was BMW da immer eingefüllt hat, ich meine, natürlich kann es sein, dass die Werkstatt auch mal ein falsches Öl eingefüllt hat, das will ich jetzt gar nicht irgendwie in Abrede stellen, aber dass das Öl von der Druckstabilität her nicht so toll ist. Aktuell hat der BMW sowieso umgestellt auf Shell. Wir verwenden grundsätzlich eigentlich Motul und wir verwenden für den Motor auch das 15W50300V und haben damit extrem gute Erfahrungen gemacht. Und was ihr auch machen solltet, wechselt das Öl regelmäßig. Einmal im Jahr oder spätestens nach 10.000 Kilometer Öl raus, frisches Öl rein und ihr habt länger Freude an eurem S65. So, wenn die Dinger draußen sind, zeige ich euch das nochmal. Also, da ist mal die Lagerschale vom ersten Zylinder raus, die untere. Und wie man sieht hier, schau mal, der hat hier an der Seite auch schon wieder diese komischen Ausbrüche drin.
gucken. Ja, spürt man auf den Fingernagel, aber da ist halt schon von der ersten und der zweiten Gleitschicht einiges weg. Darunter kommt dann noch eine Kupferschicht, das ist die Notlaufschicht und dann ist Ende im Gelände. Aber so wie ihr seht, sind wir hier keinen Moment zu früh dran. Jetzt haben wir schon mal vier Zylinder fertig, beziehungsweise was heißt fertig, wir haben bei vier Zylindern schon mal die Lagerschalen raus und die liegen jetzt da. Und das war der erste Zylinder, den ich euch vorher schon gezeigt habe. Unten, und das ist die Oberseite, schaut auch nicht so geil aus. Das ist der zweite Zylinder, da sieht man auch schon deutliche Verschleißspuren auf der Lagerschale oben. Das ist der dritte, bei dem auch und beim vierten auch, der ist sogar schon, ich weiß nicht, ob man das gescheit sieht, aber der ist sogar hier schon ziemlich weit. Und der hier, ja, der ist auch, da sieht man, wenn man ihn ins Licht hält, weiß nicht, sieht man das? Da sieht man nämlich schon das Kupfer durchglänzen bei dem hier. Da sieht man es ein bisschen. Und wenn das Kupfer durchkommt, dann seid ihr auf der Notlaufschicht und dann ist wirklich, also wie gesagt, allerhöchste Eisenbahn. Schönen guten Morgen, nächster Tag. Der Lagerschalenwechsel ist fertig. Daniel hat es gestern Abend noch fertig gemacht. Da sieht man schon wieder, also ihr müsst auf jeden Fall, man muss einen Tag rechnen. So, Auto läuft, wunderbar. Ich werde jetzt eine kurze Probefahrt machen. Es ist wie es ist, also wir sagen den Kunden immer, ihr müsst das Auto oder ihr solltet das Auto zwei Tage bei uns lassen. Anderthalb, zwei Tage. Hier hat der Wagen jetzt 81.280 Kilometer. Ihr habt die Lagerschalen ja gesehen, in was für einem Zustand die waren. Jetzt kann sich jeder von euch selber überlegen, der einen E92, E93, E90 M3 fährt oder auch einen E46, wann das sinnvoll ist zu kommen. Also wie gesagt, wir haben jetzt hier 81.280 Kilometer exakt. Und ihr habt es ja gesehen, die waren teilweise schon auf der Kupferschicht. Da hätte, ich würde mal sagen, noch vielleicht 5000 Kilometer oder vielleicht auch nur 3, kommt immer auch auf die Fahrweise an. Dann hätte sich das Pleuel den Weg in die Freiheit gesucht. Ich hole euch nachher noch ein Pleuel mit Lagerschaden. Also beziehungsweise ein Pleuel aus einem Motor mit Lagerschaden. Dann zeige ich euch das mal. Dann kann man sich mal vorstellen, was da für Kräfte wirken und was da passiert. So, jetzt geht es hier einmal kurz auf eine Probefahrt. Ich höre mal, ob der sich ordentlich anhört da vorne, der Kollege, der kleine Hamster, der da läuft. Beziehungsweise die 8 Hamster. Und dann wir nochmal einen Ölstand prüfen, weil das ist beim S65 nämlich auch immer so ein Scheiß. Entschuldigung, ich habe das S-Wort gesagt. Auch so ein ungünstiges Etwas. Also, beim S65 könnt ihr den Ölstand nur elektronisch übers Display messen. Es geht auch nur bei betriebswarmen Motor. Jetzt kann es sein, ihr macht da Lagerschalenwechsel oder es reicht auch schon ein normaler Ölwechsel und wollt dann den Ölstand messen, fahrt das Auto warm, irgendwie ein paar Kilometer, alles super. Man misst den Ölstand und dann schreibt dahin Ölstand okay. Ist mit seinen grünen Strichen genau in der Mitte, alles super. Machst das Auto aus, das Auto steht einen halben Tag, der Kunde kommt, holt das Auto ab, fährt nach Hause und nach 40 Kilometern schreit der bitte sofort ein Liter Öl nachfüllen, Öl unter Minimum. Und dann denkt der Kunde natürlich, hey, was haben die gemacht, die haben den Ölstand nicht geprüft. Doch, haben wir, aber dadurch, dass der auch während der Fahrt misst über so ein Volumenstrom-System, kann das schon sein, dass der nach 50 Kilometern meckert und sagt, hey, jetzt habe ich aber doch zu wenig Öl, weil, warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ich habe keine Ahnung. Und das ist beim S65, beim S85 auch, beim 5-Motor echt ein bisschen strange manchmal. So, Probefahrt, nachher zeige ich euch das Pleuel. Also nicht von dem Auto, sondern von dem mit dem Schaden.
So, jetzt zeige ich euch noch zum Schluss, zu guter Letzt, Pleuel, den es nicht so gut ergangen ist. So, da ist keine Lagerschale mehr drin. Hier sieht man ganz deutlich, wie heiß die ganze Gaudi schon geworden ist. Da drinnen ist schon vom Pleuel quasi das Material weg. Das ist eine. So, das dürfte 067. Mal abchecken, ob das Unterteil ist. 285. 39. Nee, das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Also, hier war quasi ein Hubzapfen betroffen bei dem Motor. Das war Zylinder 6 und 7 damals. 285, das haben wir doch gut gehabt. 285. So, das ist ein so ein Pleuel. So sitzt es dann da drauf auf der Kurbelwelle. Und wie man sieht, das passt schon gar nicht mehr gescheit. Weil es sich so verzogen hat durch die hohe Temperatur, dass das gar nicht mehr richtig geht. So, dann haben wir da noch so ein paar kaputte Lagerschalen. Ja. So, das hier ist auch Kupferschicht, kompletto. Hier, da sieht man schon, dass da nicht mehr viel los ist bei dem Kollegen. Da fehlt auch schon Material. Das Problem ist halt, wenn sich die Lagerschale so auflöst wie jetzt hier zum Beispiel. Ich meine, die ganz kaputte ist jetzt gar nicht dabei, weil die wahrscheinlich sowieso schon irgendwo zerbröselt war. Dann habt ihr das Problem, dass ihr, wie ihr hier seht, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, wie ihr hier auf der Schiene von der Steuerkette seht, also das ist aus dem Motor, den wir überholt haben mal, ja, da glitzert es überall schon drauf. Das heißt, der ganze Metallabrieb von den Lagerschalen hier oder von der hier auch, der gelangt dann in euren Ölkreislauf und der Motor zieht sich den dann einmal durch. Die schaut auch noch geil aus, ne? Ist komplett schwarz durch die Hitze. Also das hier war, würde ich jetzt mal behaupten, noch 3-4 Umdrehungen und das Ding wäre abgerissen und durch den Block geflogen. Dann habt ihr ein Loch drin. Kurbelgehäuseentlüftung 2.0 sozusagen. Genau. Und dann habt ihr die ganzen Späne drinnen und dann gehen die Probleme erst los, weil wenn man das dann nochmal retten will, dann Motor zerlegen, alles spülen, dann könnt ihr euch gleich darauf einstellen. Man kann die Warnung zwar zerlegen und wieder zusammenbauen, aber das funktioniert meistens nur so mittelgut. Also wenn man es gescheit haben will, kauft man halt 4 neue Warnung. Ja. Und um das zu vermeiden, regelmäßig Lagerschalen tauschen. Der hat jetzt wie gesagt 80.000 drauf, sah schon kacke aus. Also war schon Zeit und jo, dann ist alles gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt, wenn ihr Fragen habt dazu, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr einen Termin braucht, ruft es an oder schreibt es per E-Mail. In der Videobeschreibung findet ihr nochmal alle wichtigen Links. Ihr findet bei uns im Onlineshop auch ein paar Teile für das Auto. Packe ich euch auch mal ein paar Links noch mit in die Videobeschreibung. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, schaut es an. Wenn nicht, schaltet es weg. Und jo, bis zum nächsten Mal.